Frau Schlür ist tot, das ist ja furchtbar. Herr Krunke, uns würde interessieren, in welcher Beziehung Sie zu Frau Schlür standen. Sie war eine Kundin von mir. Aber Sie waren doch auch Ihr Kunde. Wie meint sie das? Sie waren doch Ihr Stammkunde im Bordell. Unter dem Namen Manfred. Also ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie hatte ein Konto bei mir und einen Kredit laufen und das war's. Ach, das war's. Merkwürdig. Mehrere Zeugen haben Sie nämlich eindeutig wiedererkannt. Guten Tag, ich wollte fragen, ob ich Ihnen was zu trinken anbieten darf. Nein, danke. Danke. Schatz, Schatz. Dauert's noch länger, weil wir müssen zur Arbeit. Nein, nein, das geht ganz schnell, danke. Okay. Okay, bis gleich. Ihre Frau hat keine Ahnung, was hier vor sich geht, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, ja? Herr Krunke, Ihr Privatleben ist uns egal, aber hören Sie auf, sich herauszureden, okay? Ja gut, Manuela und ich, wir hatten eine Beziehung. Ja, aber es war nicht so, wie Sie gedacht haben oder vielleicht denken mögen. Wir haben uns geliebt. Aha, geliebt. Wann haben Sie Ihre Geliebte denn zum letzten Mal gesehen? Gestern Mittag in der Bank. Da waren Sie doch dabei. Hat sie vielleicht mal erwähnt, dass sie von irgendwem bedroht wird? Nein. Naja, ja. Haben Sie einen Verdacht? Also dieser miese Zuhälter, der behandelt Manuela echt schlecht. Der nimmt ja alles weg. Aber ich wollte sie rausholen, ich wollte ihr helfen. Tatsächlich? Ja. Manuela wollte nicht mehr als Prostituierte arbeiten. Außerdem hat sie unser Kind erwartet. Also ihr wurde mehrfach in den mittleren Bauchraum gestochen. Ein Stich traf die Leber und folglich ist sie dann innerlich verblutet. Todeszeitpunkt? Ja, sie wurde ja gestern Nachmittag gegen 17.13 Uhr vor der Bar Rose gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war sie maximal eine Stunde tot. Und was für eine Tatwaffe war das? Ein Messer, so viel steht fest. Kannst du vielleicht schon sagen, was für eine Art von Messer? Vielleicht eins mit einer besonderen Klinge oder so? Könnte ein normales Küchenmesser gewesen sein. Also den Wunden nach zu urteilen, allerdings ein recht scharfes. Okay, danke, Doc. Mhm. Alle Stiche in den Bauch. Mhm. Könnte vielleicht was mit Ihrer Schwangerschaft zu tun haben. Ja, wahrscheinlich. Liegt nahe. Habe ich schwanger gehört? Ja, wieso? War sie es nicht? Nein, auf keinen Fall. Aber sie hätte es werden können. Sie hatte nämlich kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Die Tote war gar nicht schwanger. Also entweder hat sie den Bankdirektor angelogen oder er uns. Aber warum? Um unschuldiger zu wirken? Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Wir brauchen DNA-Proben. Und zwar von allen Männern, mit denen sie sexuellen Verkehr hatte. Und dazu gehört der Bankdirektor. Michael, wir sprechen hier von einer Prostituierten. Weißt du, wie viele DNA-Proben wir da sammeln können? Nutzt ja nichts, Gerrit. Möglicherweise ist der letzte Mann, mit dem sie Sex hatte, auch ihr Mörder. Tja, aber der Bankdirektor hat ein Alibi. Von seiner Frau, das muss nichts wert sein. Ja, stimmt eigentlich. Sie weiß ja gar nichts von dem, was er da treibt. Hier, die KTU-Ergebnisse von dem letzten Banküberfall. Also die DNA-Spuren, die wir sichergestellt haben, stammen definitiv nicht von dem Serientäter. Dann hat Alex recht. Wir haben es tatsächlich mit dem Trittbrettfahrer zu tun. Was für ein Zufall. Der ausgerechnet die Bank überfällt, die so viel Geld in der Kasse hat. Und wer wusste davon? Die Angestellten. Und dazu gehört auch der Bankdirektor. Und der, der braucht ja viel Geld für seine Prostituierte, oder? Du solltest noch mal mit ihm reden. Ich verstehe trotzdem nicht, wieso Sie eine Speichelprobe von mir brauchen. Sie tun ja fast so, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Wir brauchen Ihre DNA, um auszuschließen, dass Sie etwas mit dem Tod Ihrer Freundin zu tun haben. Wie bitte? Ich soll was? Manuela Schlür hatte kurz zu ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr. Aber da Sie sie seit gestern Nachmittag nicht mehr gesehen haben, wie Sie sagten, kann das aufgefundene Sperma ja auch nicht von Ihnen sein. Tja, ich weiß nicht, ist das wirklich notwendig? Sie sind natürlich nicht dazu verpflichtet. Wenn Sie allerdings weigern, dann... Also. Ja, gut. Reine Routine. Vielen Dank. Wann hat Frau Schlör, beziehungsweise Ihre Geliebte, Ihnen gesteckt, dass sie von Ihnen schwanger ist? Vor ungefähr 3 Wochen. Tja, dann hat sie Ihnen einen schönen Bären aufgebunden. Wie bitte? Ja.
Sie war nicht schwanger. Was? Du Schwein! Lass ihn nicht los, verdammt! Ja, lass ihn kommen, lass ihn doch kommen! Hey! Was ist denn hier los, ha? Ihr ermittelt doch in der Sache hier, oder? Ja. Ja. Er wollte hier auf dem Besitzer der Bar losgehen. Hey! Ihr habt mich beschissen! Ihr wollt mich doch ausnehmen! Mann, schau dich doch an, du bist doch eine Lachnummer! Hey, das war deine Idee mit der vorgetäuschten Schwangerschaft! Ah. Du hast Manuela unter Druck gesetzt! Mach mich los, verdammt! Jetzt sage ich dir mal was, das du noch nicht weißt. Das war ihre Idee. Was sagst du jetzt? Nein! Ihre DNA ist auf dem Zettel, den der Bankräuber vorgelegt hat. Es hat also keinen Sinn zu leugnen. Sie haben Ihre eigene Bank ausgeraubt. Ja. Einfach so, ja. Und wie ist das gelaufen? Direkt nachdem die Bank geöffnet hat, habe ich zu einem Angestellten gesagt, dass ich in den Tresorraum gehe. Aber ich bin in mein Büro gegangen und habe mich als dieser Serienbankräuber maskiert. Und wie sind Sie unbemerkt aus Ihrem Büro herausgekommen? Der Hintereingang ist direkt daneben. Niemand kann mich sehen, wenn ich das Büro verlasse. Das war ja mal ein sauberer Plan. Und wofür das alles? Manuela hatte gesagt, dass unser ungeborenes Kind einen Herzfehler hat, den man allerdings pränatal beheben könnte. In Florida. Für sehr viel Geld. Und dann haben Sie herausbekommen, dass Sie von Ihrer Geliebten betrogen wurden, weil die gemeinsame Sache mit Ihrem Zuhälter gemacht hat. Sie sind durchgedreht, zu ihr gefahren und haben sie umgebracht. Ja. Ja, so war's. Was heißt genau so? Was genau ist passiert? Ich bin an dem Nachmittag zu ihr gefahren. Ich wollte sie zur Rede stellen. Und ja, sie hat mich umgarnt. Sie wollte mich ruhig stellen. Wir haben Ihre Spermaspuren gefunden. Ja, ja, wir haben zusammen geschlafen und dann habe ich sie zum Bordell gefahren und in meiner Wut erstochen. War's das? Ich unterschreibe alles. Ja, wir müssen die ganze Sache noch protokollieren und legen Ihnen dann gleich das Schriftstück vor. Bringst du den Herrn bitte in die Zelle. Das ging aber zügig mit dem Geständnis. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu zügig. Da stimmt doch irgendwas nicht. Seine Frau hat ihm das Alibi gegeben. Dann hat mein Mann den Mord also gestanden. Es gibt aber noch so ein paar Ungereimtheiten. Ungereimtheiten? Ja. Sie wussten, dass die Geliebte ihres Mannes schwanger ist, oder? Diese Schlampe hat unser Leben ruiniert. Geben Sie mir das Messer. Geben Sie es her, ganz vorsichtig. Sie haben sie umgebracht. Ja, mein Mann hat immer gedacht, ich merke nicht, dass er eine andere hat. Aber meine Frau merkt sowas, wissen Sie? Woher wussten Sie von der Schwangerschaft? Eines Abends bin ich meinem Mann gefolgt. Da habe ich sie gesehen. Alles wird gut. Wir schaffen das. Dieses Geld gehört der Bank. Ich hoffe, diese 100.000 Euro reichen, um unserem Kind das Leben zu retten. Das Geld hat mein Mann seiner Geliebten besorgt. Ich habe sie nach der Tat abgenommen. Aber jetzt weiß ich, dass mein Mann mich wirklich liebt. Schließlich
hat er für mich gelogen und die Tat auf sich genommen. Weiß jemand, dass Sie für ihn gelogen haben? Nein, aber ich denke, er hat es geahnt, als ich ihm das Alibi gegeben habe. Also für den vorgetäuschten Banküberfall wird Ihr Mann sich verantworten müssen, aber ich denke, Sie möchten nicht, dass er auch noch lebenslänglich wegen Mordes bekommt. Nein. Kommen Sie. Sie sind vorläufig festgenommen. Müssen wir das Geld? Ich nehme das Messer. Irene Krunke wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Jobst Krunke wurde wegen schwerer räuberischer Erpressung und falscher Verdächtigung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Rudi Faller wurde wegen dreifacher vollendeter und versuchter schwerer räuberischer Erpressung zu 8 Jahren Haft verurteilt.